So Leute, wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen. Ich zeige euch gleich mal den Ausflug. Blick ist schön. Wir sind diesmal an einem See, nicht am Meer. Aber trotzdem, man steht genau am Wasser. Schaut mal. Ist das nicht schön? Das Ganze nimmt, der Stellplatz ist der Stellplatz Wangerland. Der See, der ist auch noch größer, der geht da hinten noch, also man sieht, dass da ganzes Stück weiter. Und da stehen auch ein paar Hausboote neben. Das ist ganz nett. Dahinter würde ich jetzt nicht stehen wollen, weil die sehen aus so grau aus, irgendwie so wie graue Häuser. Naja, ansonsten ist das bestimmt ganz nett. Auch für die Leute auf den Hausbooten, aber es ist schön hier. Da hinten steht auch noch ein Wohnmobil frei scheinbar, ne? Schön. Versorgt und entsorgt haben wir auch schon. Zeigen wir euch aber bestimmt noch mal ein bisschen besser. So, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen die Gegend erkunden. Zeigen euch dabei den Platz hier ein bisschen. Da ist eine Picknickbank. Da ist eine Stromsäule, also da sind vier Einsteckmöglichkeiten. Also so dicht können sie da stehen. Ja, ich glaube, die haben das für PKWs berechnet oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, sind reichlich. Geschottert hier der Platz, wie man sieht. Ne? Ist auch relativ gerade, wir haben einen Keil unterlegen müssen. Der Platz, der kostet 5 Euro die Nacht plus Kurtaxe. Der Nachbar hat gesagt 5,50, glaube ich. Steht zwar 5 Euro dran, aber wahrscheinlich haben sie ein bisschen erhöht. Ja, wir werden sehen. Also da soll normal jemand kommen morgens um 9, der kassiert. Also hier war heute noch niemand. Der Nachbar hat auch gesagt, manchmal käme jemand abends. Gestern Abend ist auch keiner gekommen. Ja, da ist die V&E hier, wie man sieht. Fahr doch mal zu dem Schild da, damit ich das mal angucken kann. Also rechts die, für die Kassette, links für Frischwasser. Und da der, fürs Grauwasser der Schacht. So. Und hier sieht man die ganze Seenlandschaft, die ist ganz schön groß. Ne? Ja, 100 Hektar. Ja, wir sind da unten, wo hier ist der Standort, deswegen sieht das klein aus. Mhm. Aber wenn man guckt, ja. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt und dann ja, weiter. Ist das schon ein ganz schöner, großer See, der nennt sich auch wie, was für ein Meer? Wangermeer, ja. Genau. Ah ja, da oben steht es ja auch noch. Ja. Ein Campingplatz ist in Planung. Guck mal, wo ist der denn? Ach, da oben in der Mitte. Aha, auf so einer runden Insel. Aha. Ja. Ist schon nett. Ja, jetzt gucken wir mal weiter, ne? Was wir da so sehen werden alles. Wie weit man mit dem Rollstuhl überhaupt kommt. Vielleicht geht das ja dann in den Matschweg über. Es hat halt gestern mal wieder geregnet. Ne? Wollen wir hier lang? Ich finde, wir sind eigentlich in die andere Richtung. Dass wir kurz vielleicht da gucken, wegen den zwei Übernachtungen. Ach so, ne, eigentlich nicht. Nicht? Aha. Wir bitten Sie, Ihren Abfall mitzunehmen und den Platz sauber zu hinterlassen. Maximaler Aufenthalt, 2 Übernachtungen. Ja. 5 Euro steht da dran. Wäre schon komisch, wenn die dann auf einmal 5,50 verlangen. Ja. Ja, also hier sieht es aus, als sei hier ein sehr schöner Radweg, der lang geht, aber wir gucken mal. Ja, auch nicht ewig laufen. Ja, gucken. Ah, hier. Ich komme gleich. Weiß ich. Lass mich mal kurz. Ja. Hier sieht das auch sehr schön aus. Das Wasser hat jetzt eine tolle Farbe, wegen der Himmel mal ausnahmsweise nicht so wolkenverhangen ist. Da sieht man die Hausboote. Denen würde ein bisschen mehr Farbe sicher gut tun.
Oder eine andere, grün oder so. Grau sieht nicht so schön aus. Da drüben stand gestern auch noch ein Wohnmobil, das ist jetzt mittlerweile weg. Ja. So, dann gucken wir mal gleich weiter. Ja, hier sind wir jetzt hinter den Hausboden. Ja, sieht man jetzt nicht allzu viel. Ja, und da ist der Radweg fertig und geht in so einen noch befestigten Holperweg über. Naja, wir gucken mal. Boah. So, ich hoffe, ihr versteht mich, es ist sehr windig. Also wir sind jetzt bis hinter die Hausboote gelaufen. Ja, ich dachte, du wolltest zurück. Stefan möchte, also aufgrund dieses schlechten Weges, sagt er, ist sehr mühselig zu schieben. Wollte eigentlich wieder zurück. Schiebt er doch weiter. Willst du zurück? Nein, ich will nicht zurück. Boah, guckt euch mal den See an. Hat er nicht eine Wahnsinnsfarbe? Irre. Echt irre. Ja, genau. Ja, und ruhig ist hier. Wahnsinnig ruhig. Jetzt war ein bisschen höher halten. Das war ein bisschen mehr sicher. Ich habe mal das Glas. Moin. Noch hinlaufen, wo der Schwan da sitzt. Da hat das Wasser ja von hier aus noch eine irre Farbe. Das sieht fast unecht aus, als hätte es jemand eingefärbt. Wahnsinn. Hast du da dein Kissen wahrscheinlich nicht dabei, oder? Oh, guck mal, da geht der See weiter. So, wir nähern uns jetzt hier dem Schwan. Der ist ganz schön groß. Mal gucken, ob der uns da in Ruhe vorbeiziehen lässt oder ob der uns angeht. Ich wollte mal ein bisschen auf diese Bank hier. Ja. Das Wasser hat auch von näher, von der Nähe noch so eine Ersinnsfarbe. Aha. Schau, lässt Hund in den Wellen. Lässt sich auf die andere Bank übersetzen. Die Pilze fahre ich nicht. Nee. Verstehe ich, da hinten hat das nicht so eine tolle Farbe, aber hier zwischendrin hat das eine wahnsinnig irre Farbe. Ja, dann gehen wir zurück, wenn ich dann sage. Da kann man nicht hin. Ja. Armer, einsamer Schwan. Vorne schon auf den See geschaukelt. Hier ist ein Paddler oder eine Paddlerin, ne? Kommt alles mal vor. Ja, da schwappt ganz schön das Wasser hoch, sieht man, dass es ganz schön windig ist. Ne? Hier, guck mal, dass da drüber schwappt. Aber ein See kann ganz schön Wellen haben, ne? Wie man sieht hier. Zwar keine Schaumkronen jetzt, wie es Meer. Aber wenn es noch windiger wird, dann kommt die bestimmt ist auch kalt, noch. Ne? Dann hat er sich so zusammengefischt. Ja, klar. Schlafende Schwan. So, verabschieden wir uns von dem schlafenden Schwan. Drüben ist auch ein kleiner Steg, vielleicht kann man da im Sommer schwimmen gehen. Vielleicht ist auch für Angler gedacht, ich weiß es nicht. Oh, das sieht aber nach einer Abbruchkante aus. Da ist Wasser wohl schon genagt dran. Ja. Da haben sie ja schon Holzstücke reingemacht. Ja. Ja, und da hinten bei dem Haus sind dann den Wohnmobilstellplatz. Zwei einsamen Wohnmobile. Hier rechts drüben sieht man dann die ersten Häuser von der Ortschaft. Der Ort heißt übrigens Hohenkirchen. Im Wangerland. Moin, wir fahren jetzt ab aus dem schönen Wangerland und damit werden wir dieses Video auch beenden. Wie es im nächsten Video weitergeht, seht ihr im nächsten Video, wohin uns unser Weg dann führt.
Bis dahin. Tschüss.